hieß er nochmal? Escape Room, der kranke Kollege. Der kranke Kollege. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es sind die wunderschönen Zigzag V3 Cosmetics in Rot und Schwarz endlich draußen. Mit dem Code BASTIGRG könnt ihr 10% sparen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Es ist kostenlos, Dicker. Wie gut kann es sein, hä? Oh nein, wirklich? Mhm. Kevin, nein. So. Aber er hat gute Bewertungen, ne? 4000 sehr positive Rezensionen. Sprache. Oh nee, Digga, das startet mit so einem Launcher, wo man vorher so die Grafikeinstellungen choosen kann. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das war noch nie auf diesem Planeten. War das ein gutes Zeichen, Bro. Welcome to the new player multiplayer mode. Mach ready? Yeah. Achso, ich muss dir nicht so einen Charakter auswählen. Bro, die Charaktere sehen alle scheiße aus. Boah, ich nehm den hier. Alright, ich bin ready, Mann. Handcam, Leute. Wozu hier eine Handcam? Ist wichtig. Die Leute müssen deine Hände sehen. Du könntest ja cheaten. Vielleicht hast du ja von Escape Room der kranke Kollegin so ein Lösungsbuch. Oh Gott. Ach du Scheiße, Digga. Wer bist denn du, Junge? Okay, Baschi, hier steht eine Telefonnummer. Okay, lass uns doch erstmal gucken. Wir haben hier... Wir müssen erstmal die Rätsel finden, würde ich sagen. Es ist ein bisschen still, wa? Oh, jetzt kommt Musik. Hier kommt die Musik her. Okay, vielleicht hast du irgendwas zu bedeuten. Hier kommt die Musik raus. Ja, aus dem Lüftungsschacht. Mhm. Das Einzige, was wir knacken müssen, sind doch hier sozusagen... Hier haben wir zwei Zahlenschlösser und hier an dem Kasten auch nochmal ein Zahlenschloss. Also sind wir doch auf der Suche nach drei Zahlenkombinationen, oder? Ich würde sagen, dass wir... Ja, auf jeden Fall. Hier ist eine vierstellige Zahl. Und zwar 2073. Willst du die mal bei den zwei da unten probieren? Hier wäre aber auch noch ein Zahlencode hier in dem Safe. Okay, probieren wir bei allen dreien. Okay, ich fange mal hier an. Digga, was mache ich da? Mache ich da Feuer oder was ist denn das für ein Sound? Wenn du das Schloss drehst. Stimmt, das ist ja wie von so einem Gas-Ding. Ja. Was war die Zahl? 2073? 2073, oder? Okay, die beiden sind es nicht. Ich probiere mal das hier. Ich glaube, achso, ist... 2073. Ist ja. Falsch. Okay, was haben wir hier? Hier im Kalender steht irgendwas drin, Basti. Bei 23.50 ist ein Haken drin und bei 12.00 auch. Was ist, wenn diese beiden die Codes sind? Ich glaube, es ist zu simpel, oder? Ich würde erstmal anfangen, irgendwie Zusammenhänge versuchen zu verstehen, oder? Meinst du, das ist es schon? Weiß ich nicht, Digga. Schau mal, hier ist ja ein auch noch fünfstelliger mal ein Code. Fünfstelliger Code. Boah, ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin auch ein bisschen überfordert. So, ja, erstmal so 1000 Sachen in einen Raum. Pack doch erstmal ein Rätsel rein. Ah, guck mal, hier, kann man aufmachen. Ja, mach mal ein bisschen lichter in 2 gleich 5 steht hier. Und hinten steht 39 drauf bei, warte, was steht Clara. Da? Bei Clara. Oh, sorry, Clara. Und dann ist hier noch was, schau mal hier. She calls it blue, yellow, grey, orange. Junge, was? Oh, hier ist was. Kalong-Vase, 14. bis 16. Jahrhundert, Thailand, Minneapolis, Institute of Art. Mhm, okay. Also für diese Schacht, also für diese kleine Holzbox, werden wir halt auch nochmal einen Schlüssel bauen. Ich habe mal den Safe umgestellt. Okay. Hier ist eine Taschenlampe. Oh, okay. Nimm die mal, leuchte mal. Oh, die das macht so ein rosa Licht. Siehst du das auch? Ja. Vielleicht siehst du damit irgendwas irgendwo. Leuchte mal auf so Notizen, vielleicht ändert das was. Oder mach mal hier drauf. Warte mal, leuchte mal hier auf mich. Also ich sehe jetzt keine Veränderung, oder? Nee, vielleicht auf die Bilder hier. Guck mal, die sehen ein bisschen sus aus. Ja, habe ich schon gerade, aber ich... Okay. Ich glaube, wenn, sieht man die Veränderung ja auch super deutlich. Ja, glaube ich auch eigentlich. Hast du die dritte Schublade aufgemacht? Die ist zugeschlossen. Ja, genau. Und hier an der Seite ist auch was, wo man eine Schlüssel reinschieben kann. Ja, genau, das meinte ich schon. Die Kiste. Ich nehme das mal und stelle die Kiste mal hier hin. Was sagst du zu dem Brillenrätsel? Guck mal, da ist eben A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das sind alle Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wir haben keinen, Oh. Was ist, wenn wir die in der richtigen Reihenfolge alphabetisch ordnen müssen? Deswegen das ABC. Sind sie doch. Nee, ich meine die Namen hier. Also S, R, L, I. Warte mal, was kommt als erstes? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Isabella als erstes, oder? Ja, dann L und dann R, dann S. Dann L. Oh, fuck. Dann L, dann R und dann S. So, oder? Mhm. Okay, das heißt, der Code ist 3702. 3702. Probier das mal aus. 370. Ich probiere das hier auch mal bei dem Safe aus.
2. Hier ist offen. Geil, let's go. Dicker, ein paar gebrannte CDs. Okay, hol mal raus, die Dinger. Okay, steht auf den irgendwas drauf? Very Catholic Easter Road 7F oder so steht da drauf. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Schachbrett zu tun hat, dass wir eine Figur auf 7F stehen müssen. Ja, du kannst auf jeden Fall den Turm auf 7F7 stellen, oder? Hab ich gemacht. Achso, ja. Ich denke mal, wir müssen alle CDs angucken und auf jeder wird was draufstehen. Ja. Ah, was ist, wenn das immer so Beschreibungen sind für die Figur? My Queen, Blacker Street 2A. Die Queen muss auf 2A. Okay, oh mein Gott, geil. Dann Very Catholic Easter Road. Sehr katholisch. Digga, aber kann man das irgendwie reinzoomen? Ja, der Bischof. Achso, ja. Weiß ich, der Läufer vielleicht könnte sein. Not much to it above Pawn Shop. Auf 4B. Ich weiß nicht, Bruder, hier, guck mal. Haben wir noch eine CD oder haben wir nur die drei? Drei Stück, aber wir haben ja auch drei Figuren. Okay, dann stellen wir mal den Turm auf 4B bitte. Und den Läufer würde ich dann, glaube ich, auf 7F stellen. Willst du den Bauer? Achso, der Pawn ist der Bauer. Dann muss der auf 4B, oder? Ach, das ist ein Bauer da? Das ist ein Bauer, oder? Ja. Was ist, wenn jetzt unten die Schufa drauf ist? Nee. Ja, das würde sicher aufdingsen, glaube ich. Digga, ich raff's nicht, Basti. An der Vase sind auf jeden Fall so Cracks drin, als könnte man da was rausschlagen oder so. Vielleicht kriegen wir sowas wie einen Hammer später. Ja. Oh, hast du hier... Was los? Hier ist doch noch... Wir haben die unteren Fächer nicht aufgemacht. Hier ist nochmal eine Tasse und noch ein Zettel, glaube ich, da unten. Auf der Tasse ist eine 8 drauf. Hier steht Barbara drauf und 1 gleich 3. Und hier steht 24 Punkt drauf. Auf den Tassen, also auf dem Geschirr, glaube ich, sind Zahlen, ne? Auf den Tassen auf jeden Fall 8 und 4. Und auf dem Teller... Ja, auf den Teller ist auch nochmal eine Zahl und auf, ja, es sind auf allen Sachen sind Zahlen. Und auch in Farben? Ja, in Farben, also eine rote 3. Hier ist eine rote 8. Ich glaube, wir sind kurz davor mit dem Schachfeld. Müssten wir doch eigentlich, also das muss doch jetzt irgendwas ergeben. Also wir haben halt auf jeden Fall, haben wir halt hier noch dieses, den Schlüssel, ne? Den hast du schon gesehen, in dieser Glasvase. Da denke ich mal halt auch, dass wir irgendwas kaputt machen müssen. Aber können wir nicht die Vase einfach nehmen und, also die kann man nicht hochheben? Nee, kann man nicht, leider. Okay, lass nochmal das mit dem Schachbrett machen, Bro. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssten, also wir haben es schon richtig gemacht, aber wir müssen noch irgendwas drücken, um es zu bestätigen oder so, weißt du? Ja, aber aus unserer Erfahrung ist es mir eigentlich, das müsste das Rätsel sein, also die Figuren, konnten wir den CDs jeweils zuordnen. Okay, lass doch mal die CDs lesen. Was steht auf jeder CD drauf? Ja, My Queen. Also das okay, ist ja eindeutig. Welches ist die Queen? Dieses größere hier, oder? 2A. So, 2A haben wir. Okay. So, dann haben wir Very Catholic Easter Road 7F. Ja, Very Catholic, denke ich mal, ist der Bishop. Ja, und Not Much to It, Above Pawn Shop. Ja, dann ist das Not Much to It, ist halt der Bauer dann, weil der ist ja der, ja, der Wax. 4B. Und dann das andere machen wir 7F. Okay, was ist, wenn wir noch eine Figur brauchen? Das heißt, wir müssen erst was anderes lösen, wo wir dann noch eine Figur bekommen. Hm. Der Kalender ist halt auch turbo-sass. Ja, ich finde es auch interessant, in der Uhr da drüber ist es auf jeden Fall auch Sonntag. Und ja, wir haben nur Termine über Sonntag. Und wir haben auch hier, schau mal, Bro, wir haben hier dreimal so Karten mit Namen von Girls drauf. Und dann haben wir hier hinten drauf, wenn du die mal umdrehst, ich kann die sonst noch einmal flippen, warte mal, kann die flippen, wenn die liegen? Ja. Da steht halt quasi erstes gleich 3, zweitens 5, drittens 7. Mhm. Wir bräuchten dann nur noch das 4, dann hätten wir es. Es gab doch ein Schloss hier mit 3 Zahlen. Wir können aber mal probieren. 3, 5, 7. Wo gab's mit 3 Zahlen? Hier, an dem Schloss. Also smart. Nee, King! Oha, geile Kamera, Junge. Die hat noch ordentlich Akku. 342 Minuten, die hält noch ein bisschen. Barb in the house on the beach. Okay, schau, links unten, diese Zahlen, es ist immer 2455, 2503, 2510, 2447, sind immer die gleichen 3, 4 Zahlen da unten links. Was ist, wenn unten links ein Code ist? Ja, wir haben ziemlich viele Zahlen, auch das AB, zum Beispiel, dass es 28 und 62 sind. Könnte auch ein vierstelliger Code sein. True. Vielleicht ist die Frau Barb auf einem der Bilder hier drauf? Oder ist es einfach... Warte mal, Barbara hatten wir auf jeden Fall hier auch. Auf diesen hier, ja. Barbara, 24. Ja. 24 und dann fehlen 3 Zahlen. Was ist, wenn 24 plus oben links die 342 das ist? Das ist die einzige dreistellige Zahl. Dann wäre der fünfstellige Code, den wir suchen, 24, 342. Oh mein Gott, probier das. 24, 342. 3... Nee. Fuck, Digga. Ich hab das für richtig smart gehalten. Lass mal alles Geschirr flippen und die Zahlen mal kurz abchecken. Was haben wir da? Also, auf den Tassen sind alle rot. Ja, das Problem. Also, wir haben halt so viel Geschirr. Wir haben 6 Sachen. Lass die mal alle nach hier hinten bringen, Bro. Mhm. Bring mal alles nach hier hinten, dass wir alles kurz sortiert haben. Ich glaube, das ist smart.
Okay, das bedeutet, wir haben 4 Teller und 4 Tassen. Könnte für 2 Codes stehen. Eigentlich schon. Oh mein Gott, ich hab's gelöst. Pass auf, guck dir die Teller an. Ja. Die Teller haben 1, 2, 3, 4. Die Muster der Teller und jetzt die Muster der Tassen. 1, 2, 3, 4. Das erste ist das Muster, das zweite ist das Muster vom zweiten Teller. Yo, ja, ja. Drittes ist das dritte, viertes, vierte. Und dann jeweils die von den Tassen. Dann müsste es 7, 8, 7, 8, 7, 8, 4, 4 3. 7, 8, 4, 3. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Was war drin? So eine Box und eine Minecraft-Angel mit einem shitty-ass Texture-Pack. Oh, 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 das ist hier. Mal. Für den Schlüssel. Warte, ich nehme den mal und ich steck den mal. Das ist eine Magnetangel, eine Magnetangel. Guck mal, ob wir auch hier was machen können. Oh, Kevin, wollen wir eine Partie spielen? Oh, let's go. Okay, wir brauchen den Bishop. Okay, mach mal den Turm weg. Jo. Okay, aber eigentlich ist es jetzt richtig. Oh, das ist der König. Nein, der Bischof ist doch ein Läufer. Ja, 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 ich hab den falsch genommen. Auf was? Auf, 7F. Hier. Ah, okay, Killer, what the fuck, blind. Okay, was haben wir hier? Schau, das hier haben wir. Sieht aus wie eine Schablone oder so. Ja, leg die da an auf dem Ding hier. Auf dem Bild. Das gibt dir jetzt safe einen Weg oder so. Guck mal, das Grüne, unten links, das Grüne. Das grüne Viereck. Und bei der Schablone ist auch ein grünes Viereck. Ja, warte, ich muss das kurz einmal drehen. So quasi? Also irgendwo, ja, ich weiß nicht, dieses grüne Viereck. Ah, und es ist dann ein Code oder wie? Ja, so vielleicht. Also dieses grüne Viereck wird nicht ohne Grund da sein, oder? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass wir jetzt einfach die Zahlen in der Reihenfolge brauchen. Also 3, also dreimal blau, dann einmal gelb, zweimal grau und fünfmal orange, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also 3, 1, 2, 5. Ich meine, was müssen wir noch knacken, was vierstellig ist? Wir haben nur noch 5 und dreistellig, oder? Also hinten der Schrank und dann der Koffer. Ah, der safe. Ach so, ja. 3, 1, 2, 5. Moin. Let's go! Schön, huge. Okay, was haben wir hier? Haare. Haare. Und die, Haare. Wir müssen die Haare von der Frau abchecken. Die hat rote Haare. Wir brauchen die roten Haare. 6, 5, 8. Okay, dann ist es 2, 4, 6, 5, 8 ist der Code. Ja. Du darfst machen. Danke. 2, 4, 6, 5, 8. Digga, wir sind so fucking smart. 6, 5, 8. Junge. Oh. Okay, dann das Ding muss wo rein? Vielleicht in die Tür, vielleicht ist es eine Türklinke. Also hier braucht man eine Karte, damit die Tür aufgeht. Kannst du hier die Vase kaputt haben mit der Türklinke? Hab ich schon versucht. Wenn ich probier mal bei dem Kamin. Über dem Kamin hier, die Lüftung. Ja. Oh, smart. Oh, flip the switch. Hier, der Kamin ist nach vorne gekommen. Oh. Mach nochmal. Oh mein Gott, next room. Es gibt 2 Rooms, hätte ich niemals gedacht bei dem Spiel. Junge, Kevin. Boah. Kevin, ja, du nimmst es hier ganz schön locker wahr, ne? Ja. Ja, hier ist Blut an der Wand, Basti. Ach so. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier... Bruder, also ich sag mal, diese Folie und so, es gibt mir so ein bisschen Dexter-Vibes. Ich kenne Dexter nicht, aber... Mm. Ja, also hier hat auf jeden Fall jemand irgendwas geplant, Bro. Hier sind Erinnerungen, Schälen... Ah, lol, das ist ein Friseursalon. Das ist rote Farbe. Hier sind auch 3-mal rote Haare. Ja, stimmt. Ja. Hast recht, saved. Family-friendly. Oh, das ist hier eine Karte von Seattle. Das müsste der Grund... Woher weißt du das? Mein Phantom. Ach so, London Bridge. Das ist London anscheinend. Ja, das Digga, das wäre heftig gewesen, hättest du es direkt so erkannt, ohne da ranzugehen. Okay, lass kurz abchecken, Bestandsaufnahme, was haben wir? Wir haben hier Lichter für die einzelnen Räume. Was ist, wenn wir als ersten Vorschlag Licht ausmachen in der Küche und drüber gehen zur Kamera? Mach mal Licht aus bei der Kamera. Bei der 1. Es ist fake. Hier geht das Licht nicht aus. Frech. Können wir die Musik mal ausmachen, Alter? Ja. Okay, was haben wir hier? Wir haben verschiedene... Oh! Looks like I have a preference, steht da. Smile. Ihh, was ist das für ein komischer... Was ist hier passiert? Der macht Smileys mit Nase, Digga, der ist lost. Ja, also er steht auf Rothaarige. Ich meine, Barb hat auch rote Haare. Barbara. Wollen wir vielleicht mal die Taschenlampe holen? Ich glaube... Oh, ja. Ey, jemand meinte gerade zu uns, wir sollen das Game auf Deutsch stellen. Aber ich weiß gar nicht, können wir das überhaupt? Ah ja, links unten. Oh. Oh, 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 Emma Watson. Emma. Steht da wirklich Watson oder steht nur Emma? Mann, Emma. Bro, der Ort der Karte hat sich gechanged. Siehst du noch London?
Nein, ich sehe die Falkenwiese. Das ist Deutsch. Was? Achso, nee, ah, weil wir auf Deutsch gestellt haben. Wir hatten vorher auf Englisch, deswegen sind wir jetzt in Lübeck. Das ist Lübeck. Hier wohnt Henke. Adresse liegt. Hops. Hops, Name. Hops okay. Genommen. Adresse gezeigt. Basti, schau mal. Hier müssen wir einen Namen eingeben oder sowas. Hier sind vier Buchstaben. Also ein Buchstabencode brauchen wir. Soll Maybe. Ich mal Emma eingeben? Das wäre naheliegend. Oh mein Gott, let's go. Also wir haben einmal irgendein Scan-Gerät. Das sieht mir aus wie eine Doppel-Sprite. Und dann haben wir noch eine Sprite, nice. Yo, das trinke ich. Da ist nämlich kein Totenkopf auf der Flasche. Das heißt, ich darf es trinken. Wasserstoff-Peroxid-Lösung. Okay, aber das braucht man, glaube ich, zum Haare färben. Oha, sorry, Experte. Was ist, wenn wir, okay, was ist, wenn wir das anwenden müssen auf die Haare hier? Okay, bruh. Okay, alles gleich. Ja, okay. Ich glaube, das ist es nicht. Aber ich hätte sonst gesagt, dass wir irgendwie alles auf dieselbe Haarfarbe bringen müssen oder so. Mhm. Oh, das ist eine Kamera, Basti. Steck mir das in die Nase. Kevin, kann ich nicht. Wir kennen uns schon so lang. Boah, und Bro, du hast echt eine fucking große Nase, yo. Und endlich ist der Tag gekommen, an dem ich es dir sagen kann. Sag's mir. Ich wollte schon immer erzählen, wie angezogen ich mich zu dir fühle. Sorry. Ich mich auch. Ja, okay, Freunde. Warte mal. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht hier in diese Vase reingucken müssen, Basti. Was ist das hier eigentlich? Da brauchen wir... Da können wir irgend so ein Grad eingeben. Chat mal, wir sollen mal zum Rohr gehen. Was für ein Rohr? Hier, das Rohr. Vielleicht unten. Hier, da ist noch. Oh, ich bin hier drin. Und was siehst du? Eine Ratte? Das ist ein bisschen spooky, Basti. Wieso? Zeig mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Hier sind... Buchstabe und dann drei Zahlen. Meinst du, man muss da so lange suchen, bis man was findet? Ja, ich kann das sonst auch machen, wenn du dich nicht traust. Warte, ja, ich trau mich. Oh, Basti, ich hab was gefunden, einen Pumpkin. Ja, hast du eine Schere, schnell, gegen Endermänner. Der hat schon so ausgehöhlte Ding. Wir brauchen keine Schere mehr. Der ist schon perfekt gegen Endermänner. Sehr Warte gut. mal, hier vielleicht die Zahl. Oh, 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 ich hab's. Ich habe ein Rätsel gefunden. L wird zu einer 5. R wird zu einer 35. Und L wird zu einer 0. R, Pfeil 35. Oh, 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 für dieses Aktending, für dieses Aktending. Ja, 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 hin und her drehen. Ja. Links, rechts oder? Okay, warte, ich muss es auf 0 machen, glaube ich. Dann bei 0 fängt es an, oder? Ja. Okay, sag nochmal. L, 5. Also 5 nach links, ja? Ja. Okay, habe ich. Dann in den Uhrzeigersinn rechts 35. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wieso, da steht doch die Zahl, oder? Achso, ja, das habe ich auch überlegt. Also ich hätte jetzt beides probiert halt. Ja, ich glaube. Wir können okay, dann probieren wir als erstes das andere. Das ist ja wie beim Safe. Den Safe knackst du ja auch so, dass du erstmal diese drei Zahlen eingeloggt haben musst. Also ja, das wäre mein zweiter Guess gewesen. Ich wollte erst das andere tryen. Aber mach mal, geh mal links rum direkt auf die 5. Hab ich schon, dann 35? Rechts rum auf die 35 und dann wieder links rum auf die 0. Ja, hat funktioniert, okay. Kein Ding, ja. Okay, hier bei mir steht, 21. Oktober bei Nina. Heute war es regnerisches und sehr kalt. Muss mir eine Decke ins Auto legen. Kommt um 19 Uhr nach Hause und schaltet im Flur das Licht an. Legt ihre Sachen ab und zieht sich um. Ich glaube, das ist ein Stalker, Bro. Ich kann sie im Schlafzimmer nicht sehen. Lässt das Licht dummerweise aus. Danach geht sie in die Küche und macht sich irgendetwas im Ofen. Sie geht ins Wohnzimmer, macht nur ein paar Kerzen an. Vermutlich liest sie heute wieder. Muss mir Nachtschlüssel machen. Okay. Und nachsehen, was sie für Bücher hat. Wie gedacht, sie liest. 21 Uhr springt plötzlich auf. Läuft im Arbeitszimmer. Ich kann es nicht genau sehen, was sie macht. Aber ich glaube, das Licht vom Computerbildschirm leuchtet. Arbeitet sie? Müsste sie nicht, wenn ich... Punkt, Punkt, Punkt. Kommt zurück. Oh. Hä? Trollolol. Lololol. 23 Uhr, macht die Kerzen aus, geht ins Bad. Macht wie gestern kein Licht. Herrgott, danach geht sie ins Bett. Ich warte bis 24 Uhr, aber kein Lebenszeichen mehr. Ob ich schon heute, Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss mehr planen. Ich fahr los, vielleicht ist Miriam noch wach. Okay, meine Vermutung. Was ist, wenn wir hier bei der Sicherung, so wie sie meint, so wie es gerade vorgelesen wurde, die bestimmten Dinge an- und ausmachen müssen? Ja, würde ich auch sagen. Ich will nur ganz kurz sagen, was in dem Koffer noch war, war ja das Büchlein mit den Adressen. Und dort haben wir verschiedene Adressen. Und maybe können wir mit den Adressen, die sind jetzt nämlich mittlerweile auch deutsch, vielleicht können wir hiermit was anfangen. Also auf der Karte. Wollen wir in der Reihenfolge von der Story einfach mal die Sachen an- und ausmachen? Ja, können wir machen. Dann lies mal vor, dann mache ich. 21. Oktober bei Nina. Heute war es regnerisch und sehr kalt. Muss mir eine Decke ins Auto legen. Komm. Du hast dich versprochen.
Habe ich nicht. Nochmal bitte. Ich präsentiere das Werk Stalkerbrief. 21. Oktober bei Nina. Heute war es regnerisch und sehr kalt. Muss mir eine Decke ins Auto legen. Was hast du denn jetzt gedrückt? Also, war das jetzt schon so? Nein, ich habe nur alle ausgemacht. So, du hast so Hebel umgelegt. Decke in Auto. Decke in Auto, okay, Decke in Auto ist ja, warte. Warte, ich drück, heute ist regnerisch. Okay, kommt um 19 Uhr nach Hause und schaltet im Flur das Licht an. Warte. Legt. Ja. Legt ihre Sachen ab und zieht sich um. Ich kann sie im Schlafzimmer nicht sehen. Lässt das Licht dummerweise aus. Danach geht sie in die Küche und macht sich irgendetwas im Ofen. Es könnten eventuell 8x2 Tresorriegel sein. Sie geht ins Wohnzimmer, macht nur ein paar Kerzen an. Vermutlich liest sie heute wieder. Muss mir Nachschlüssel machen und nachsehen, was für Bücher sie hat. Wie gedacht, sie liest. 21 Uhr, springt plötzlich auf, läuft ins Arbeitszimmer. Ich kann nicht genau sehen, was sie macht, aber ich glaube, das Licht vom Computerbildschirm leuchtet. Arbeitet sie? Oh, warte. Denkst du, wir müssen es dann anmachen für ihr Arbeitszimmer? Weil ja, der Computer leuchtet, ja. Aber wenn er sehen kann, dass der Computerbildschirm leuchtet, dann muss es ja, ja dunkel im Zimmer. Ja, aber da muss Strom an sein trotzdem. Ja, okay, mach mal an, ja. Ja, oh ja, es hat funktioniert, Bro, es hat funktioniert. Darf ich noch zu Ende lesen? Nee, ja doch. Arbeitet sie? Müsste sie nicht. Wenn ich, kommt zurück. 23 Uhr. Macht die Kerzen aus. Geht ins Bad. Macht wie gestern kein Licht. Herrgott! Dann geht sie ins Bett. Ich warte bis 24 Uhr, aber kein Lebenszeichen mehr. Ob ich schon heute... Ich muss mehr planen. Ich fahre los. Vielleicht ist Miriam noch wach. Okay, also schau, wir haben jetzt diese Lichter hier neu. Ja. Fischstraße, Holstenstraße. Ich gucke im Navi, sag mir die Straßen. Wallstraße an der Mauer. An der Mauer, auf der Mauer sitzt eine kleine Wanz. An der Falkenwiese. Stell dir vor, wie auch gut das jetzt wäre, wenn einer von den Zuschauern genau da wohnt, wo dieser Marker ist. Okay, sag mal an. Ja, okay, pass auf, wir fangen mal an mit am Bahnhof. Lebt irgendwer am Bahnhof? Werkstatt, Grüner Weg, Kanalstraße 9, Villenviertel, Nähe Hafenstraße, EV, Fischstraße, Breitstraße. Ja, Fischstraße brauchen wir. Ja, wohnt der Giselle. Okay, merken wir uns. Giselle einmal aufschreiben im Chat, okay. Wir haben an der Mauer. Ja, an der Mauer brauchen wir, glaube ich, auch. Iris TD. Okay, Iris, Giselle, Iris, okay. Wir haben die Engelsgrube, wir haben die Wallstraße. Ja, die brauchen wir, die Wallstraße. Ja, da haben wir Johanna. Das ist Wallstraße, aber. Ja, das ist die Wall Street. Das ist die deutsche Wall Street in Lübeck, what the fuck, Mann? Hast du keine Bildung gelassen? Sorry, Digga, mein Fehler, Mann. Oh mein Gott, du bist noch gar nicht rumgekommen in der Welt. Lübeck und die Wall Street, die kennt man. Da wohnt Johanna. Geboren. Ja. Geboren, um Liebe zu geben. Tuluda! Wir haben Bäckerei Holstenstraße. Ja, brauchen wir Holstenstraße. Da wohnt Karin. Karin, okay. Dann haben wir Giselle, Karin, Johanna. Wir haben den Sportplatz. Nee. Wir haben an der Mensa, wohnt Paula, Stadtpark. An der Mauer brauchen wir noch. An der Mauer wohnt Iris doch. Achso, an der Falkenwiese brauchen wir, sorry. An der Falkenwiese, ja. Falkenwiese, da wohnt Barbara. Falkenwiese 8? Okay, dann jetzt brauchen wir noch am Bahnhof. Da wohnt auch noch irgendein Knecht. Hundestrand. Kindergarten. Am Bahnhof! Okay, sick. Da wohnt Vivian. Vivian, Weird Champ. Okay. Nee, Vivian. Vivian, sorry. Also wir haben gerade nur die Namen eigentlich, oder? Wir haben nur ein paar Namen, ja. Ich meine, was können wir denn jetzt gerade noch für ein Rätsel? Was ist denn für ein Rätsel noch zu lösen? Also, ein guter Call fand ich im Chat. 6 Namen, 6 Köpfe. Das sind 6 Frauen, wir haben 6 Frauenköpfe hier. Finde ich auf jeden Fall einen gar nicht so dummen Call. Ja, wir haben auf jeden Fall 6 Adressen sozusagen, ja. Warte mal. Er hat doch gesagt, es sieht so aus, als hätte er irgendwie einen Favoriten. Hier. Kevin, ich weiß es. Also, okay, vielleicht. Cool. Auf der Ding steht, dass er vielleicht eine Vorliebe hat. Die Vorliebe könnte auch der Anfangsbuchstabe der jeweiligen Frau sein. Wenn es vielleicht die 3 Frauen mit roten Haaren, die haben alle 3 denselben Anfangsbuchstaben, dann könnte es der Buchstabe hier oben bei diesem Koffer sein und dann die jeweiligen Zahlen der Hausnummern. Aber ich glaube, wir haben nicht von diesen 6 Namen 3-mal denselben Anfangsbuchstaben, oder? Nee. Wir hatten Giselle, jemand hat es mir gerade mal geschrieben, Giselle, Iris, Johanna, Karin, Barbara, Vivian. Die haben tatsächlich alle unterschiedlich. Oh, scheiße. Vielleicht R wegen Rot, könnte sein. Ja, und dann die 3 Zahlen sind was? Wir müssen irgendwas übersehen haben, Bro. Oh, Basti, warte mal. Ja. Wir haben noch dieses Chloroformzeug. Ja. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. Am Blut. Was war mit dem Pumpkin eigentlich? Den haben wir auch noch nicht geused. Okay, was ist nochmal? Sag nochmal was zu den Adressen. Wir haben das Adressending immer noch. Ja, die Adressen. Wir haben jetzt halt 6 Punkte auf der Karte. Zu manchen Adressen haben wir halt auch eine Hausnummer. Wir haben bei Barbara zum Beispiel an der Falkenwiese 8. Wir haben bei anderen Namen teilweise auch nochmal eine Zahl. Vielleicht können die Zahlen zu sowas ergeben. Welche Namen waren das nochmal genau?
Bro, Basti, hier liegen halt noch so übel viele Sachen, als ob die jetzt alle useless sind auch. Ich kann mir halt vorstellen, das ist Deko. Okay, wir haben auf jeden Fall auch den Kalender aus Raum 1. Das ist tatsächlich true. Wir brauchten aus dem Raum 1 auch die Lampe. Es könnte sein, dass das noch was damit zu tun hat. Die Frage ist, wo kriegen wir den Code her? Vielleicht verrennen wir uns auch gerade komplett da drin und in Wirklichkeit müssen wir erstmal das hier... Ey, ganz kurz. Bei den, also von den 6 Namen. Von den 6 Namen haben 3... Haben wir die Nummer bekommen, Chip, die Namen? Haben wir 3 Zahlen. Also von den 6 Adressen, die angegeben sind auf den Punkten, haben 3 der Adressen eine Hausnummer. Und das muss ein Zeichen sein, weil wir 3-stelligen Zahlencode brauchen. Und die 3 Namen, die das haben, sind Giselle. Warte, ich schreibe auf, welche Nummer hat Giselle? Giselle hat die 1. Dann haben wir Barbara mit der 8 und Vivian mit der 6. Also 186 haben wir. Okay, wir könnten halt dein, was du meintest mit dem Rot, dass er halt rote Haare mag. Mach mal R186. Mach du mal. Kalongvase, 14. Thailand. Okay, nee, das ist richtig. Okay, warte, ich mach nochmal alphabetisch. Ja, alphabetisch. Warte, das ist. Oh, jetzt war's, das war's. Oh mein. Okay, was haben wir hier drin? Holy shit. Good job, Bro. Sahara steht da drauf. Es ist wie so eine Chipkarte. Können wir die irgendwo reinschieben? Ja, bei der Tür. Bei der Tür im anderen Raum. Okay. Komm mit. Hier, Chipkarte. Daran, an der Tür rechts. Oh mein Gott. Tja. We did it. Eine Stunde Speedrun. Ganz großes Kino.